Hallo und herzlich willkommen bei Sugar Princess. In diesem Video zeige ich euch die Herstellung von einfachen Rosen mit dem Easiest Rose Cutter, von Gänseblümchen und von Narzissen. Ich wünsche euch dabei ganz viel Spaß. Das Video startet direkt mit dem fertigen Rolling und der fertigen Platte. Alles, was davor ist, müsst ihr bitte in der Motivtorten-Playlist mal nachschauen. Da seht ihr noch andere Videos oder auf dem Blog vorbeischauen oder einfach auch Fragen stellen. Und nun viel Spaß beim Video. So, ich habe jetzt meine Platte einen Tag trocknen lassen. Ich kann sie jetzt gut anfassen. Sie ist ziemlich hart. Hier ist mein gut gekühlter Rolling. Der ist jetzt so hart durch die Kühlung, dass ich ihn gut rübersetzen kann. Ich kann ihn einfach mit den Händen anfassen oder ich nehme einen Tortenretter. So kann ich ihn jetzt in die Hand nehmen. Und dann lasse ich ihn einfach fallen. Sollte sich beim Aufsetzen noch irgendwas verzogen haben, hier unten am Rand, einfach gerade mit dem Glätter nochmal dran gehen. Und euer Rolling ist perfekt auf der Platte. Ich setze meinen Rolling jetzt wieder runter, hier auf meine andere Platte, weil einfach, ich möchte ihn jetzt gar nicht so hoch haben, weil ich jetzt ja die Blüten drauf setze. Wenn ich jetzt irgendwas machen würde mit Schrift, dann wäre dieser Turntable das bessere System, weil man da die Torte auch kippen kann. Also man kann hier unten den Turntable verdrehen und dann wird er schräg. Und dann kann man gut Schriften anbringen. Ich habe mich jetzt entschieden für den unteren Rand. Abschluss ein Satinband zu nehmen. Selbstverständlich könnt ihr auch was ganz anderes dort machen. Ich finde es immer schön, wenn da ein Band rumliegt. Jetzt gucken wir mal, wo die Rückseite der Torte ist und machen da das Band fest. Also ich messe jetzt erstmal aus, wie viel Band ich benötige. So ungefähr. Dann schneide ich es vorsichtig schräg ab. Und dann schneide ich mir ein ganz dünnes Stück doppelseitiges Klebeband ab. Schneide das noch klein und fixiere so das Band. Also es soll so geschnitten sein, dass es natürlich logischerweise den Kuchen nicht berührt und das Band sitzt. Was man jetzt noch machen kann, ist hier unten ein Band aufziehen auf die Platte, weil die jetzt auch nicht so schön aussieht. Dann suche ich mir jetzt eine andere Farbe und brauche eine andere Höhe, etwas breiteres Band. Und dann nehme ich jetzt ein weißes oder beigefarbenes, cremefarbenes Satinband. Das nehme ich sehr gerne. Sieht einfach immer sehr schön aus. Jetzt kann man die Bänder hier wunderbar dranlegen. Darauf achten, dass es plan aufliegt, dass es dann wirklich nicht übersteht oder irgendwas. Das sieht dann nicht so schön aus. So, und hier zum Fixieren an der Stelle mache ich jetzt nochmal eins hin und das war's dann. So doppelseitiges Klebeband ist wirklich sehr hilfreich und das kauft man sich einmal, das hält dann über Jahre. Ich habe mir jetzt nochmal die Easiest Rose Ausstecher vorgenommen und zwar die mittlere Größe. Es gibt drei verschiedene Größen. Es gibt den ganz großen, den brauche ich jetzt hier nicht, diesen hier und den ganz kleinen. Der kleine ist mir ein bisschen zu klein und der mittlere, glaube ich, der tut es jetzt ganz gut. Dann habe ich mir drei verschiedene Sorten Blütenpaste gefärbt. Blütenpaste mit Fondant gemischt im gleichen Verhältnis und in verschiedenen Rosatönen abgestuft. Und die Mitte meiner Rose wird jetzt der dunkelste Ton und dann geht es weiter mit den beiden helleren Tönen. Das heißt, ich räume jetzt einfach ein Stückchen Paste von diesem hier, dieses Stück hier aus. Gerade immer wieder einpacken, kurz durchkneten, Arbeitsfläche bemehlen, also Bäckerstärke bestreuen, die Paste dünn ausrollen. Und dann mit dem Ausstecher ein Stückchen ausstechen. Und zwar indem man jetzt hin und her wackelt. Man kann auch schon ein zweites Stück ausstechen. Das sollte man dann aber unter Plastikfolie liegen lassen, sonst wird es austrocknen. Das Stück kommt auf die Unterlage. Ich kann das hier noch fertig machen. Die Paste wieder zusammenkneten und einpacken. Ich mache jetzt gleich zwei Mitten, die zwei Rosen. Dazu brauche ich jetzt das Balltool. Bei größeren Stücken kann man auch das Unterende vom Rolling Pin nehmen. Und jetzt fährt man hier halb auf dem Brett, auf dem Pad und halb auf der Rose, auf dem Rosenblatt entlang und dünnt die Rose aus, also dünnt die Blätter aus. Brauchen wir jetzt und einen Pinsel. Es kann auch
mit Wasser gemacht werden. Es ist nicht zwingend notwendig, dass es Kleber ist. Einfach gerade oberhalb der Mitte einpinseln. Das Ganze jetzt zur Mitte hochklappen. Also von der Mitte aus nach oben klappen, sodass die Blätter jetzt überlappen. Hier feststreichen. Und jetzt wird von hier aus das Innere der Rose gerollt. Ich mache das noch ein bisschen. Das ist jetzt das Allerinnerste der Rose. Das heißt, es muss ganz, ganz möglichst filigran zusammengerollt werden. Dann stellt man es schon gleich hin und rollt jetzt die anderen Blätter quasi nur darum herum. Und während man so rollt, bringt man die Blätter in Form, so wie man sie haben möchte. Durch den Kleber wird das jetzt ankleben. Sollte das nicht richtig kleben, dann hat man hier ein bisschen zu wenig Kleber dran. Somit hat man schon die Mitte der Rose jetzt fertig. Und jetzt geht das weiter. Ich mache jetzt mal die zweite Mitte noch, die zweite Rosenmitte. Ich habe jetzt hier meine zwei Innenknospen sozusagen der Rose. Jetzt nehme ich die zweite Farbe, die etwas hellere Farbe. Knete mir die wieder weich. Packe den Rest ein. Nicht vergessen. Arbeitsfläche bemehlen. Paste dünn ausrollen. Ich mache jetzt wieder gleich zwei. Roll die fast jetzt so groß aus, dass zwei Stecher drauf passen. Schön dünn, je dünner, desto besser. Drücken und hin und her bewegen. Was sich bewegt, das klebt nicht an. Vorsichtig rüberbringen auf das Pad. Und den Rest der Paste wieder zusammen kneten. Jetzt das Ganze wieder ausdünnen. Sinn der Sache ist einfach das Ausdünnen der Blattränder, damit es schön eben wirklich wie ein Blatt aussieht und nicht wie die dicke Zuckerpaste. Man kann ruhig auch zweimal drüber gehen, wenn man das Gefühl hat, das ist noch nicht so, wie ich mir vorstelle. Und die Paste möglichst nicht festhalten, sie verzieht sich dann leicht. So, und jetzt mache ich das gleiche wieder wie vorher. Kleber drauf. Und zwar setzt man jetzt hier an dem an, wo man aufgehört hat. Und jetzt kann man anfangen, die Blätter so ein bisschen auch nach außen zu ziehen. Jetzt öffnet sich die Rose ja mehr. Wer möchte, kann jetzt auch hier außen noch so einen kleinen Knick reinmachen. Beziehungsweise sie auch so ein bisschen nach außen wölben jetzt. Das gleiche jetzt mit dem zweiten, nicht zu lange warten, sonst trocknet die Paste so sehr aus. Jetzt möchte ich noch die dritte Farbe. Das mache ich jetzt genauso und dann werden wir später uns zum Endergebnis wiedersehen. So, meine beiden Rosen sind jetzt fertig. Ich finde, sie sind richtig schön geworden. Das Wichtige ist, dass man bei der letzten Reihe die Blätter so nach außen aufbiegt, damit sie sich wirklich öffnet. Sonst bleibt sie halt geschlossen. Was ich nicht so schön finde an diesen Rosen, ist, dass sie eine sehr große, ich kann es jetzt gar nicht, ist noch nicht getrocknet, dass sie hier unten so eine dicke Basis haben. Aber damit muss man halt dann leben. Wenn man jetzt eine Rosenknospe machen möchte, dann nimmt man sich wieder ein Stück Paste und halbiert letztendlich den Ausstecher an dieser Stelle, also die ausgestochene Form an dieser Stelle und dreht dann dieses kleinere Teil zu einer Rosenknospe. Ich zeige das noch mal kurz.
Man schneidet jetzt genau hier ab. Und dann wird man hier draus in derselben Technik die Rosenknospe herstellen. Und das zeige ich euch dann im Endergebnis. Die Rosen sind jetzt soweit fertig. Ihr seht, dass die kleineren Rosen auch ganz hübsch geworden sind. Jetzt fehlen natürlich noch die Blätter. Für die Rosenblätter habe ich mir jetzt auch etwas grünen Fondant, pastellgrünen Fondant mit Blütenpaste zu gleichen Teilen verknetet und eingepackt und eine halbe Stunde ruhen lassen. Das ergibt die perfekte Modellierpaste sozusagen. Wir rollen das wie immer aus. Und jetzt kann man hier mit den zwei Rosenausstechern, ich habe jetzt hier Rosenausstecher von PMI, die haben gleichzeitig noch eine Prägemöglichkeit im Ausstecher. Das heißt, wenn man sie auswirft, kann man sie gleichzeitig noch prägen. Und dann mache ich mir jetzt für jede Rose ausstechen und prägen und auswerfen. Okay, und jetzt werde ich meine Rosen und die anderen Blüten an der Torte anbringen. Ich habe mir jetzt hier einen Spritzbeutel hergerichtet, damit ich einfach mit ein bisschen Buttercreme, damit ich einfach die Rosen jetzt besser aufbringen kann. Man kann es auch mit Kleber natürlich machen oder auch mit Royal Icing. Ich mache es jetzt hier mit Buttercreme. Einfach einen kleinen Berg spritzen, damit ich die Rose jetzt hier aufsetzen kann. Und zwar etwas gekippt nach vorne. Das geht jetzt viel besser, als wenn ich nur Kleber benutzen würde. Denn jetzt kann ich die Rose noch ein bisschen so andrücken, wie ich es gern hätte. Beim Kleber ist es einfach so, dass sie plan aufliegt. Dann noch eine zweite. Etwas versetzt. Und meine Rosen. Kleinen Rosenknöspchen. Und nicht vergessen, die Blätter anzubringen, weil sonst sind die nämlich, halte die nicht oder man kommt nicht mehr hin. Buttercreme so ein bisschen als Puffer benutzen, dass das Blatt sich so ein bisschen wölbt. Das muss nicht ganz gerade aufliegen. Sieht dann auch noch ganz gut aus. So sieht es jetzt aus. Das ist vorne bei mir jetzt. Und jetzt kommen noch die Blüten ringsrum, beziehungsweise die kleineren Blättchen bringe ich noch an. Ich habe jetzt beschlossen, dass ich diese Blümchen, die ich vorbereitet hatte, die Narzissen, dass die mir so nicht gefallen auf der Torte. Und zwar aus dem einfachen Grund, ich hatte sie ja koloriert und das Orange, finde ich, beißt sich jetzt etwas mit den Rosen. Und das ist jetzt der Grund, warum ich die Blüten nochmal mache. Diesmal mit Blütenpaste und Rollfondant gemischt und in zwei Farben, also in dem etwas dunkleren Gelb und dem etwas helleren Gelb. Und dann schaue ich mal, ob das dann besser auf die Torte passt. Für die Narzissen benötige ich kleine Rosenausstecher. Die gibt es in verschiedenen Größen. Ich habe jetzt hier die, ich glaube, die zweitkleinste Größe. Die kommen in so einem Set. Die sind mit Auswerfer und ihr könnt natürlich auch jeden beliebigen anderen fünflettrigen nehmen. Oder ihr nehmt den Original-Narzissen-Ausstecher. Gibt es von verschiedenen Firmen. Ihr könnt auch einfach einen Ausstecher nehmen, der dreiblättrig ist und dann jeweils die zusammensetzen, also dass es sechs Blätter gibt. Also eigentlich haben Narzissen nämlich sechs Blätter. Und der Kelch, den zeige ich euch, wie ihr den machen könnt. Und zwar ohne Ausstecher. Ich habe mir jetzt ein Stück Blütenpaste mit Fondant vermischt, dünn ausgerollt und steche mir jetzt 8 Blüten aus. Lege sie auf mein Foampad. So, und jetzt nehme ich mir hier meine Blüten und nehme mir mit dem Bone Tool, mit dem kleinen Bone Tool, gehe ich gerade immer so über die Blüten rüber und ziehe das Bone Tool zu mir hin. Ich halte dabei die Paste nicht fest, sondern drehe dann vielleicht eher das Pad. Wenn man die Paste festhält, ist die Gefahr, dass man sie aus der Form zieht, ziemlich groß. Das mache ich jetzt mit allen Blüten. Und dann gehe ich nochmal mit dem Waning Tool in der Mitte einmal entlang, sodass sich diese Spitze ergibt. Da kann man jetzt entweder die dicke oder die dünne Seite nehmen. Ich nehme jetzt die dünne, weil das so kleine Blümchen sind. Und gehe hier gerade so einmal für die Blattmitte sozusagen entlang.
Wer mag, kann auch noch leichte Blattrippen einzeichnen. Ganz am Schluss habe ich jetzt mal noch alle Blüten hier nochmal einmal die Mittelrippe quasi nach hinten gezogen. Dadurch bewegt sich das Blatt, die Paste nach innen, sozusagen nach innen gezogen, und das Blatt sieht natürlicher aus. Da kann man ruhig mit ein bisschen Druck dran gehen. Und je mehr Druck man nimmt, desto stärker wölbt sich das Blatt nach innen und bekommt ein natürlicheres Aussehen. Das mache ich jetzt bei allen Blüten und dann kommt der Kelch dran. Für die Mitte knete ich mir jetzt ein dunkleres Stück Paste. Schön geschmeidig. Und rolle mir das zu einem Strang, weil ich möchte jetzt 8 gleiche Perlen daraus formen. Das heißt, ich brauche jetzt quasi 8 etwa erbsengroße Abschnitte. Das ist gut so, gerade diese 8 kleine Kügelchen rollen. So, und jetzt habe ich hier meine 8 Kegel quasi. Die muss ich jetzt nur noch öffnen. Jetzt habe ich hier dieses Tool und ich kann jetzt hier dieses etwas feinere, die feinere Seite nehmen. Und nehme jetzt einfach hier die Kugel und stecke die vorsichtig, nicht zu weit drauf und forme dabei den Kegel. So, man kann es gut sehen. Und dabei kann ich richtig dünn werden in der Wand. Und dann ziehe ich den Kegel vorsichtig wieder ab. Also wenn ihr die Mitte größer haben wollt, dann rollt euch ein bisschen größeres Stück aus. Damit ihr den Kelch einfacher abbekommt von dem Tool, drückt ihn einfach auf das Pad und zieht ihn vorsichtig ab. Und dadurch hat er auch dann schon Stand. So, und jetzt kann man all die kleinen Kelche an den Blüten anbringen mit etwas Kleber und sie dann auf die Torte setzen. Für die kleinen Gänseblümchen habe ich mir einfach mit dem Gänseblümchen-Ausstecher eine Menge kleiner Blümchen ausgestochen und ich gehe jetzt gerade mit dem Tool, mit dem Veining-Tool hier einmal über jedes Blatt. Zieht es zu mir hin, um das Blatt sozusagen etwas auszudünnen und auch zu mir hinzuziehen und das ein bisschen hochzuwellen. Und dadurch entstehen so lustige Formen, wie auch bei den echten Gänseblümchen. Die sind ja auch nicht alle ganz gerade. Und dann setze ich einfach beide aufeinander. Nehme mein kleines Balltool und drücke in der Mitte vorsichtig fest. Und lasse das erstmal so trocknen. Jetzt nehmt ihr euch ein ganz kleines Stück hellgelbe Paste, knetet die geschmeidig. Nehmt euch jetzt so ein Ministückchen für die Mitte des Gänseblümchens, rollt es zwischen euren Zeigefingern und gebt etwas Kleber, ganz, ganz wenig, in die Mitte und lasst es hineinfallen. Genau. Und das macht ihr jetzt mit an. Dann lasst ihr es ein ganz klein bisschen antrocknen. Und wer mag, kann jetzt die Mitte noch mit einem spitzen Tool verzieren. So einfach einen Zahnstocher oder zum Beispiel das Scribe-Tool nehmen und noch kleine winzige Pünktchen in die gelbe Mitte stechen. Wie es so halt so ist, habe ich jetzt ewig und 3 Tage rumprobiert, wie ich die Pflanzen, die Blümchen jetzt da anbringe auf der Torte. Und so soll es dann halt auch bleiben. Ja, und jetzt ist mein Törtchen fertig. Hurra! Ich hoffe, ihr könnt alles gut sehen. Es ist jetzt schon dunkel. Ich gehe jetzt hoch zu meiner Familie und bin gespannt morgen auf den Anschnitt. Ich mache auch noch ein paar schöne Fotos bei Tageslicht. Das war's auch schon mit diesem Törtchen. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Hinterlasst mir gerne einen Daumen nach oben. Abonniert den Kanal für weitere Tortenvideos. Und bis zum nächsten Mal sage ich euch Tschüss, macht's gut und
Ciao.